So Leute, willkommen zurück zum besten Spiel aller Zeiten im ganzen Universum und wahrscheinlich auch in allen anderen Sonnensystemen mit dabei. Sexy Hexy Quennyline. Hi guys. Hey guys, Mrs. Breitarsch. Jeder und? Darf ran, jeder darf rein. Du redest dauernd von meinem Arsch. Ich glaube, du bist besessen von ihm. Ja, weil ich ja nichts anderes sehe. Weißt du, ich drehe mich nach links, Arsch. Ich drehe mich nach rechts, Arsch. Ja. Ich drehe mich nach unten, Arsch. Ich drehe mich nach oben, Arsch. Einmal, dass du einen braunen Hintern bewundern kannst. Egal, wo ich hinguck. Egal, wo ich hinguck, Bäckchen. Okay, was ist hier passiert, Quenny? Was ist hier passiert? Ich bin 4 Tage weg. Anarchie. Ja. Alles ist tot. Alles ist down. Alles ist geraided und zerstört und... Ich will ganz schnell nochmal die Geschichte aufrollen. Also, in der letzten Folge, die ihr gesehen habt, da hatten wir einen T-Rex. Der war so gut wie gezähmt. Und plötzlich hat Quenny wieder diese Idee gehabt mit den Steinen. Ich weiß nicht, wie der Mann auf diese Idee kommt. Und der T-Rex ist gestorben. Ende der Geschichte. Ja, genau. Genau so ist es gelaufen. Genau so ist es gelaufen. Er hat dem T-Rex Steine zum Essen gegeben. Und natürlich ist der T-Rex elendig krepiert. Es war wirklich... Also dieses Tier hatte keine Ehre mehr. Es war so eine stolze Kreatur. Es hat sich gewunden im Sand. War nicht schön. War echt nicht schön. Nur mal Steine gekackt. Da windet sich jeder. Ja, ansonsten, dein Flugsaurier wurde gemetzelt und gemeuchelt. Mad Dog von... Deine Eisenklaue, ja, wurde von Spinosauriern in Stücke gerissen. Ich auch. Aber es gibt auch gute Neuigkeiten. Nämlich im Dschungel der Freundschaft habe ich Tony Stark den Ersten gefunden. Der hat nämlich überlebt. Der T-Rex hat ihn damals mit einem ganzen Haps gegessen. Doch. Nein. Doch. Sag doch die Wahrheit. Sag, nein, es ist die Wahrheit. Er hat ihn damals mit einem ganzen Bissen runtergewürgt. Und Tony ist so zäh, weißt du? Er hat die Verdauung überstanden und wurde dann wieder ausgeschieden. Gut das gemacht, ist die Wahrheit. Tony. Bei der gut bleibst gemacht. Du jetzt? Ja, Tony. Ja, er riecht zwar ein bisschen streng, aber es ist Tony der Erste. Okay, kein Kommentar dazu. Und was hatten wir noch? Was ist noch gestorben? Ja, Mad Dog. Wir haben ihn alle geliebt. Er war wie ein Sohn für Quenny. Maddie. So viele Bären hast du mit ihm geerntet. Rücksichtslose Spieler haben ihn gekillt. Das ist krank. Ich meine, wir alle wissen, wie stark Maddie war. Er hat 2 Kano gleichzeitig besiegt und einen T-Rex. Ja, absolut. Also Maddie war ein Biest. Ein absolutes Biest. Aber die Rache Biest. Wird kommen. Ja. Auf jeden Fall. Kommen. In den nächsten Folgen werden Spieler sterben. Blut für Blut, Rache für Maddie. So, und heute steht an das neue Dino-Gehege, denn wir brauchen das größte Gehege aller Zeiten für unsere extrem epische Dino-Armee. Jetzt legen wir mal los. Ja, das... Ja. Eigentlich, das Endziel ist ja ein Gehege, um ganz um diese Insel zu bauen. Das ist das Endziel. Also, wir setzen das Gehege hier hin, hast du gesagt. So, da wo jetzt... Du hast es in der Hand. Pass auf, und... Ja. 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 Und jetzt halt 10x10. Jetzt rundherum fucking Gehege. Genau. Tür noch rein. Jo, Tür wäre eine gute Idee. Bei denen hier kriegt man jetzt gar nicht die Langhälse rein. Geht da eigentlich ein T-Rex rein? Wahrscheinlich auch nicht, ne? Weiß gar nicht, ob ein T-Rex lang ist. Ich glaube nicht. Guck doch mal, hier oben, das ist, glaube ich, zu eng. Sieht schon ein bisschen eng aus für den kleinen Rex, ja. Nee, also ein Langhals 100% schon mal nicht. Dazu muss man nicht abmessen. Aber ein T-Rex, glaube ich, nee. Das ist da wie kein 2 Woodwalls, oder? Ich weiß nicht, was... Ja, die sind wie 2, oder? Also das heißt, als einer daneben, oder? Also 1, 2, 3? 3 auf jeder Seite. Ja, 3 auf jeder Seite. So, Petey Boy, gib mir mal hier bitte die Walls. Setze ich auf der anderen Seite hier hin. Ach ja, zur Info, das alte Haus, auch zerstört. War kein Spieler, war ein Kano, der am Haus gespawnt ist. Ja, das war ziemlich ärgerlich. Der hat alles zerstört da drinnen, also versucht hat sich zu befreien. Das arme Tier. Ja, und wer denkt an mich? An unsere Sachen? Du bist gut gepolstert. Jesus Christ. Ich mach mir keine Sorgen um dich. Oh, ich glaube, ich hab die anderen. Was denn, wie denn, wo denn? Im Haus drin, ich muss erst die anderen Dinger holen. Alles klar, ich mach hier schon mal ein bisschen weiter. Er hat's. Barry, lass mich absteigen. Der treue Barry. Manilow.
Wenn ich aber sehen würde, Spitze. Alles klar, sehr gut. By the way, wir haben wahrscheinlich noch ein Kano. Hoffe ich doch. Könnte noch am Leben sein da unten. King Kano, der später gegen den braunen Bronco kämpfen wird. Der Säbelzahntiger von Quenny. Und wir alle wissen, der Kano zerlegt ihn. Der Kano wird no siegen. Way. Der Kano wird definitiv siegen. Ich glaube an den Kano. Ist das richtig? Oh, fiese Rockler. Wenn ich ja irgendeinen Scheiß sehen würde am Boden. Warte mal, der Skorpion muss, glaube ich, ein bisschen hier. Moment. Ich lasse ihn mal hier drüben parken. Ja, Tony. Dann nehmen wir hier das Gras mähen mal. Du musst einfach nur die Details ganz runterdrehen. Ist es dann weg? Irgendwie beim Server ist wurscht, welche Details ich mache. Ist immer gleich. Echt? Ja, bei mir hat es irgendwie keine Auswirkungen. Wie viel haben wir jetzt? 4? 1, 2, 3. Moment, wenn du hier jetzt hingesetzt hast. Warte. 4. 1, 2, 3, 4. 5. Das erste Mal. Ah, jetzt ist dieser... Der Busch. Noch sieht alles gut aus, Quenny. Ist das grün? Könnte passen. Ja, ja, ja. 6. 3, 4, 6, ja. 7. Jesus Christ. Größtes Dino-Gehege aller Zeiten. Oh, Moment, ich habe keine Walls. Ich muss erst Walls holen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh, Jesus. Oh, das ist viel zu groß. Nein, das ist perfekt. Kann ich mich noch bewegen oder bin ich zu schwer? So, 10. Jetzt habe ich auch keine mehr. Uiuiuiuiui, ich bin... Okay, das sind zu viele. Das sind zu viele. Ich muss was abgeben. So, wie, du hast schon wieder keine mehr, oder was? Also, das waren jetzt 10 runter, oder? Ich denke schon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1 müsste noch darstellen. 10. Okay. Und jetzt sehen wir hier wieder. Ja, von der wurden ja waren noch mehr Fans. Musst du Holz hacken oder hast du welche noch? Nee, ich muss hacken. Ich renne mal zu dem Grünen. Vielleicht ist ja eine Wall drin oder. Okay, dann gehe ich mal da hinten vielleicht zu einem Blauen hin oder sowas. Oder ich schau mal, ob der Flugsaurier hier ist. Lass bloß meinen Flugsaurier in Ruhe. Soll ich den schon mal hier vielleicht dann parken? Was hier meinst du? Erst wenn das alles fertig ist. Wie hoch fertig ist? Und warum springt Pete da hinten im Wasser rum? Hey, Pete hat Spaß. Schau ihn dir an. Hui, geil. Ja, FKK. Super, der soll was arbeiten. Mach ihn doch zu einem Nutztier. Der ist ein Nutztier, der trägt Dinge. Oh, 3 Wooden Walls. Okay, perfekt, perfekt. Gute Sachen drin. Kann man brauchen. Bin überlastet. Gut, Pete, komm mit. Komm mit, Pete. Komm mit. Wir gehen da hinten hin. Der nächste Plan wäre dann halt ein Stego zu holen, damit wir wieder Bären bekommen, weil wir haben keinen Stego wieder? Wieder ein Stego? Wie viele Stegos hatten wir denn schon? Wir hatten einen zu 70%. Okay. Zählt das? Teilweise. Mhm. Er war mehr uns als den anderen. Der Rex würde ich schon sagen, der zählt eigentlich. Weil es ist nicht unsere Schuld gewesen, dass der Server weg war. Also den Rex, den hatten wir bei 99%. Eigentlich zählt das. Ich würde schon sagen, und dann war der Server weg. Von daher... Aber wir haben auch wirklich, was T-Rex angeht, so ein dreckiges Karma. Gibt's nicht. Immer wenn wir einen T-Rex haben, kommen auf einmal Spieler. Auf einmal, du drehst dich um, du siehst keinen Schwanz. Also lauern die hinter den Büschen irgendwo und die schauen nur so zu. Die lauern irgendwo hinter den Büschen und warten und dann klauen sie dir noch die Drogen raus, das gute Fleisch... Spucken dir noch ins Gesicht und stechen deinen T-Rex ab. So in der Reihenfolge ist es, ja. Ja. Richtig dreckig. Wir hatten letztens einen liegen, haben sie auch irgendwie 40 Drogen einfach geklaut. Einfach, na ja, so, nehme ich mal mit. Das ist halt ganz langsames Leiden dann. Das ist wirklich absolut brutal. Und die machen das halt so, dass du gar keine Chance mehr hast. Weißt du, du hast dann keine Drogen, um neu anzufangen. Du hast keinen T-Rex, die zerstören einfach alles.
Wo bist du jetzt eigentlich? Ich bin jetzt unten bei unserem alten Gehege. Ich wollte hier mal schauen, aber der Strahl ist wieder weg. Und da sieht man auch den neuen Dino. Wie heißt der? Spino? Der, vielleicht sage ich es die ganze Zeit falsch. Der Spinosaurier. Der größte Fleischfresser. Größer trotzdem als ein T-Rex. Gepatcht. Wie gesagt, ich war nach dem Patch drinnen und dann bam, wurde ich zerstückelt. Wir haben aber die Geschwindigkeit runtergesetzt. What the fuck? Ist der stark? Kann ich ihn töten, oder? Der ist stark. Ja, kommt wieder aufs Level drauf an, aber... Ja, das sind die ziemlich stark. Erstmal muss ich hier einen Trike töten. Der hat mich provoziert. Ja, na klar. Wirklich jetzt? Dirty Pete, hol ihn dir! Komm schon, Pete! Wurde angeschaut und ist gleich eine Provokation. Ne? Provokation! Oh, hier drüben, was ist das? Hier baut jemand irgendwas auf. Ein Bett. Ich zerstör's. Was? Klar, du oder? Du machst uns nur Feinde hier in unserer Umgebung. Hey, die haben unseren T-Rex ermordet. Die, die was hier Ärger machten, die hatten auch beide, die waren alle auf dem Flugding unterwegs. Vielleicht ist das sein Bett. Wir sollten es zerstören, weil, denk doch mal nach. Das wäre dann der Spawnpunkt, direkt in der Nähe unserer Basis. Klar muss das weg. Boah, das ist so ein Vieh. Den kann man bestimmt zähmen, oder den neuen Dino? Ja, ja, klar. Das kannst du zähmen. Und man kann ihn bestimmt auch reiten. Kannst du. Ab Level 100. Ja, das Level Cap wurde erhöht auf 64, glaube ich jetzt. Ja. Und ich wette, das ist das allerletzte, diesen Dino zu reiten. Würde ja Sinn ergeben. Wie das allerletzte? Was du erlernen kannst. Also. Das allerletzte ist der Sattel für den Spino. Ja, ne, im Moment ist es der Rex, wahrscheinlich. Wieso? Spino ist doch besser als Rex, oder nicht? Jetzt vielleicht nicht mehr. Das würde keinen Sinn ergeben, weil der Spino ist größer und stärker. Ich denke schon, dass er immer noch besser ist als ein Rex. Da hinten ist wieder was Blaues am Runterkommen. Moment, ich muss hier ein paar Sachen verstauen, weil brauchen wir alles. Pete! Mann, Pete ist so ein Holzkopf, sag ich dir. Wer hat den gezähmt? Wer war das? Wer war das wohl? Wer gibt seine Holzkopf-DNA weiter? Ey, Moment mal, zähmen, ja, hat nichts mit biologischer Weitergabe zu. Ja, bei dir. Ich fütter ihn mit meinem Samen. Wie Quenny? Ja, mit meinem Samen. Achso, okay, ich hab's verstaut. Wir brauchen Foundations. Also, Fans Foundation, bitte. Okay. Alles klar, ich geh jetzt hier zu dem Blauen. Bin ich wieder am Verdursten die ganze Zeit? Das gibt's doch nicht. Und am Verhungern. Ah, mein Gott. Du bist zu schwach. Gar nichts mehr. Dein mächtiger Podex zehrt dich aus. Ja, müsste ich da nicht eine Fettreserve haben? Ja, aber du willst dich ja nicht von dem Podex trennen, weißt du? Und das ist das Problem. Der zehrt dich nach und nach langsam aus. Nimm nur eine Taille ab. Du nimmst nur Gehirnmasse ab. Ha! Brust hast du nicht besonders viel, oder? Jede Menge. Echt? Mhm. Aber du schaust dir nur auf meinen Hintern die ganze Zeit. Ich habe ja keine andere Wahl. Toll, Metallwerkzeug ist drin. Ich meine, das ist schon gut, aber... Ja, eben. Trägt er sich ja noch auf. Mann, Metall nur. Wie kann das sein? Dreck. Das Beste, was man im Spiel hier bekommen kann. Scheiße. Ich wollte Holz. Wir brauchen noch 20, gell? 10, 20, ja. Ja, 20. Und dann kommt der Flugsaurier hierher. Nee, der kommt erst her, wenn das hier fertig ist. Alles wird erst transportiert, sobald es fertig ist. Der ist da unten extrem bedroht, das ist dir schon klar. Die Leute kreisen muss weiter bedroht sein. Um unser Gehege und planen schon, wie sie ihn am besten meucheln und ob sie dir erst den linken oder den rechten Flügel schicken per Post. Die Dinosaurier-Mafia? Oh Mann. Oh, ich bin überlastet. Glaub mir. Wir müssen ihn so schnell wie möglich holen. King Kano.
Wir dürfen ihn nicht verlieren. Ja, 40.000 Walls hier noch. Gemeinsam kriegen wir das hin. Gemeinsam sind wir stark. Du und ich. So, geht's weiter? Hast du genügend jetzt? Da hinten rennt jemand rum. Geht ich kann nicht so viel tragen. Wenn er grüne Schrift hat, ja. Hat er nicht. Sehe ich zumindest. Doch, er hat. Alles gut. So, Moment. Bup, bup. So. Ah, jetzt geht die Sucherei wieder am Boden los. So. Alles klar. Sieht doch gut aus. Sieht doch gut aus. Moment. Mittlerweile sind wir doch geübt. Ach. Ah, das macht mich wahnsinnig. Alles klar, sehr gut. Flamme. 1, 2, 4, 5. 6. Das hier ist dann die 6. 6. Connecte, mein Freund. Jetzt kommt die 7, was jetzt hinsetzt. 7. 2, 4, 6, 7, ja. 8. Oh, hab ich nichts mehr? Nee. Schon wieder. Barry, hast du noch was? Ich schau rein. Nope. Eine Dinger. Also 12 noch. Okay, die. Na, könnte ich auf einmal tragen, vielleicht. Irgendjemand zerlegt da hinten seine Hütte. Naja, meinetwegen. Und dann machen wir Spikes drumrum, oder was ist dann der Plan? Ich würde. Am Anfang ist es wohl eher Spikes am besten, weil die sind noch günstiger zu machen als die Walls. Sollen wir eigentlich dem Gehege ein Dach geben? Weil für Langhals und T-Rex bräuchten wir ja schon wieder dann ein neues Gehege. Ja, für die zwei bräuchtest du dann schon. Ja, das Ding ist, wenn so ein Typ mit so einem Adler kommt. Wie krass sind denn die Adler? Die sollen ziemlich krass sein. Damit mäht er einfach also, alles weg. Der klopft ja, uns alles zusammen. Ja, die können auch mit so einem Adler ein paar Häuser zerstören oder so. Echt? So derbe sind die? Ja. Ich brauch so einen Adler. Ich brauch absolut. Unbedingt so einen Adler. Das Beste ist, wenn sie in der Luft schweben, regenerieren sie Ausdauer. Also du kannst eigentlich permanent in der Luft sein. Oh mein Gott, was willst du denn noch mit deinem ranzigen Flugsaurier da unten? Nichts kann man mit. Das ist nur so eine kleine Vorspeise dann. Das ist der Vorgeschmack, wie es sich anfühlt. Durch die Lüfte zu streifen. Exakt. Ja, crafty. Ich kann nichts tragen. Barry, warum folgst du mir nicht? Jetzt, wo ich dich brauche. Ach Gott. Ich habe hier noch ein bisschen Stein weg. Ich sehe es, schwebt hier durch die Luft. Barry! Okay, ich crafte auch gerade das Dorf. Naja, das größte und mächtigste Dino-Gehege der Welt, das braucht eben ein bisschen Zeit. 9, 10, 12 Stück, ja? Yep, 12. 11. Okay, eins noch. Ist mal der Grundstein gelegt. Shit, ich verdurste hier schon wieder. Oh, immer dieser Durst, sage ich hier. Das Wetter ist so bitter hier in der Region. Man brennt gerade so weg, sag ich dir. Fühl mich wie ein Spiegelei. Hinten ist ein Blue. Gehst du hin? Ich bin zu belastet gerade. Ich reite hin und setz die restlichen Dinger hin. Wo ist das Blaue? So langsam. Berg da. Ich sehe nur ein Grünes. Ah, das ist grün, ja. Lohnt sich grün noch? Naja, für Holz. Gut, ich renn schnell hin, du setzt Dinger hin. Obwohl, ich bin auch ziemlich voll. Nee, lass mich erstmal hier fertig bauen. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay. 8. 9. Wer steht hier? Barry! Dein Viech! Jesus Christ. Ist halt nicht so intelligent wie Eisenklauer. Der hat immer mitgedacht. Ruhe in Frieden, Eisenklauer. Ja. Der Beste okay. Der Besten. Wo sind meine... Ach, er hat's. Barry! Langsam, Barry.
sieht mir das nach Sabotage aus, was du hier machst. So. Und weiter geht's. OMs. Moment, ich muss erst kurz was essen. So, Gammelfleisch. Oha. Alles gut. Drei. Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Oh, jetzt geht's weg. Auf! Sag mir nicht, ich kann das jetzt hier nicht. Oh nee. Oh nee. Das sieht komisch aus. Das sieht komisch aus, aber naja. Kann ich hier nichts. Gibt's noch keine Schaufel, um dann die. Ist weg. Soeben meinst du? Fundament. Wahrscheinlich kommt es noch. Ey, warte mal, hier stimmt aber was auf der anderen. Guck mal, hä? Was? Guck mal hier, wir docken gar nicht an. What? Es sind doch keine zwei. Also aber doch nicht drei. Das scheinen. Jetzt ist es halt nicht mittig, ist aber eigentlich im Grunde egal. Klar, du hast ja, mal jetzt, wieder. Wenn man nicht hier. Klar, das Design. Abreisen und neu machen. Das Design wurde natürlich mal wieder zerstört. Ich bin für Abreisen und neu machen. Okay, wie viele fehlen denn jetzt hier? Zwei, oder? Ja. Ach, das überschneidet sich doch so ein bisschen, weißt du noch? Ich dachte, wir setzen es zuerst hin, damit. Ja, aber trotzdem, das hat sich auch damals so ein bisschen überschnitten. Hast du hier noch eins hin? Ja, jetzt habe ich keins mehr. Genau 12 gemacht. Okay. Moment. Was fehlt mir? Ja, jetzt wird's wieder dunkel. Beeil dich! Ich sehe gar nichts. Schnell! Nicht einstecken, die. Quenny, schnell. Craftables. Nee, was fehlt mir denn? Ein Wood noch. Ein einziges Stück. Und. Barry! Los! Ich komme! Schnell! Zurück! Es brennt alles, großer Gott! Ja! Das wäre überhaupt nicht lustig. Das größte Dino-Gehege aller Zeiten brennt. Boah, guck mal hier. Ich komme nicht mal mit einem Skorpion durch. Ich kann hier nicht durch den Spalt. Komm nicht durch. So, wäre klasse, wenn das jetzt wirklich direkt andocken, oder? So. Passt doch. Perfekt. Ein Meisterwerk. Und ich habe noch hier ein bisschen was über. Guck mal hier, das sieht doch wieder. Wow. Wow. Wunderschön. Das ist ein riesiges. Das wird das krasseste Teil überhaupt. Randvoll mit den 40.000 Mal Holzfällen. Mit den krassesten Dinos überhaupt. Ich sag euch, da wird alles drin sein. Krokodile, Kanus, Flugsaurier, die eh keinen Nutzen haben. Phönixe. Fuck, ich verhungere. Verhungernde Quennies, da wird alles drin sein. Hast du was dabei? Nee, ich hab gar nichts dabei. Nee, ich hab nix. Gar nichts. Renn, Quenny, renn! Und wir müssen die Folge beenden. Sie war mega spannend, denn wir haben was gebaut. Oh, da hinten kommt was Lilanes. Das gehört dazu zum Spiel. Ohne Fleiß keine Action. Okay, warte, noch ein bisschen Action, weil die Leute uns ja immer da draußen so brav und anständig unterstützen. Hast du Fleisch? Nee. Oh, no. No, ich verhungere jetzt echt. Für die Liebe der Zuseher. Nein! Oh, nee, ist noch da. Ich dachte eben ganz kurz, irgendjemand hätte es geplündert, das Lila, ne? Denn das haben die Leute ja noch nie bei mir gesehen, weil ich bin jetzt erst Level 35 geworden. Ich habe nämlich noch ein Leben, Quenny. Duschen, ja? Unbedingt mal wieder duschen und frische Luft und sowas. Ja, komm, deine Kindergartenbeleidigungen kannst du. Ich mein's ernst, ich mach mir Sorgen. Ja. Ich mach mir wirklich Sorgen. Du hast dich seit einer Woche eingesperrt und spielst nur noch Ark. Ja, und du hast gelogen bei der Hochzeit. Ich war auf einer Hochzeit. Ich habe Beweisfotos. Ich hab Beweisfotos. Photoshop. Nein, hast du es sind keine Handpuppen. Das sind echte Menschen, die man da sieht. Oh no, ich verhungere. Oh mein Gott, muss ich jetzt. Oh, Jesus Christ. Muss jetzt ein paar niedere Beeren essen. Weiß ich das überhaupt noch schaffe jetzt. Okay, es kommt gerade runter und bis jetzt ist kein Spieler hier. Spannung ohne Ende. Hier kriegt man was geboten. Das sind die Parts, die Menschheit sehen will. Ein Mann wartet auf ein lilanes Ding. Wow. Oh Gott.
Ich schwitze, sage ich dir. Jederzeit könnte hier jemand kommen. Nicht, dass du verabredest. Angeritten jetzt auf einem zweiköpfigen T-Rex. Das ist ein ganz seltenes Exemplar. Durch einen Bug gibt es nämlich zweiköpfige T-Rexe. Ja, wäre super, wenn man irgendwelche züchten könnte. Oder das wäre richtig geil. So ein Skorpion-T-Rex wäre geil. Oh mein Gott, so ein mit so einem riesigen Stachel hinten dran. Ja, ja, mit so einem riesigen Stachel und vorne das T-Rex-Maul und... Oh, wäre das cool. Und Klauen, Sicheln an den Füßen. Todeskralle. Ja, Fieber sammle ich jetzt ein, oder? Kann ja nicht wahr sein. Bären sind aus. Oh, da hinten kommt schon jemand. Da hinten kommt schon jemand. Es wird eng. Komm schon, lilanes Ding. Jetzt geht er auch noch drauf. RIP! Tony! Tony, das Original, der alles überlebt hat. Der nie gestorben ist. Er ist nie gestorben. Er war jemand anderes gezüchtet hat. Er war im Dschungel der Freundschaft. Gezähmt. Dann bin ich hier auf der Züchtungsspur unterwegs, du. Dschungel der Freundschaft. Ist das ein Spieler oder eine Leiche? Das ist eine Leiche. Was? Was ist das? Was? What? Ein Mega-Piranha? Sind die neu? Piranhas sind jetzt im Wasser, ja. Ja, naja, ja. Piranhas waren schon immer da, aber Mega-Piranha? Nee, waren vorher nicht da. Doch, natürlich. Nein, klar waren nicht im Piranha. Wasser. Im Wasser, in dem doch. Nicht. Natürlich, nein. Klar was? Doch. Nein! Quenny, klar. Die Piranhas erkennst du, wenn du sie siehst. Ja, die waren schon da. Die ganz normalen Standard-Piranhas waren schon da. Es gibt standard Es ja. gibt... Na, die Mega geht's. Sind neu. Na, sicher. Warte, ich gehe jetzt gleich, wenn ich an Land bin, in mein Abenteuer-Logbuch, ja? Und dann sieht man ja, dass ich einen Eintrag dafür habe. Und dann können wir wieder hier schwarz-weiß belegen, dass der alte, grantige Mann mit dem breiten Podex mal wieder sowas von keine Ahnung hat. Ja, ne, ist klar. Du bist sowas von unaufgeklärt. Also, wo ist es denn? Survivor Profile. Komm schon, ist ein bisschen verbuggt. So, schnell reinklitschen. Hier, Piranha. Bumm. Piranha war schon immer da. Okay. Ja, kann ich ja nichts dafür. Nee, es war verbuggt. Ich habe so einen mal totgeschlagen. Gut, also, die Folge ging jetzt wieder ein bisschen länger. Lasst mir eine Bewertung da. Würde mich freuen. Schreibt gerne was in die Kommentare rein. Wir beide sind ja sehr kommentarfreudige Menschen. Quenny braucht was zum Lesen, wenn er auf dem Klo sitzt. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Und tschüss.